Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic, ne, dem Spiel der Nostalgie, zumindest für mein Alter. Ne. Wir sind jetzt gerade im Sumpflager angekommen. Wir haben jetzt nur mit Lester gequatscht. Wir müssen nur weiter mit dem quatschen. Das letzte Mal ist die Zeit ausgegangen. Und ja, das werden wir machen. Und ich erzähle euch dann auch noch ein paar Sachen, was ich mir so überlegt habe fürs Let's Play. So. Lester, wir brauchen noch ein bisschen was. So, ich mache jetzt auf jeden Fall mit dem Meister reden. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Cor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Balna Mithir ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Cor Kalom schicken. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Ja, das war mir nicht verkehrt. Zeig mir den Weg. Ach so, der Kur zeigt mir das bloß wo hier. Na, das macht man nicht. Das findet man selber raus. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, gemeint, der macht jetzt so einen Rundgang für mich. So, und zwar, was ich mir fürs Let's Play überlegt habe, ich werde immer mal wieder so ein bisschen so in diese Umschauperspektive gehen. Weil nur so kriegt man eigentlich sehr gute Thumbnails raus, Leute. Von dem her nehmt es mal nicht übel, wenn ich einfach mal irgendwo mal verweil und mal einfach irgendwo mal hinschau. Ja? Wäre nie verkehrt, dass ich das einfach mal mache, dass man so irgendwas rauskriegt. Wenn man zum Beispiel irgendwie lustige Situation, die sind am Rauchen oder was weiß ich. Ne? Ist glaube ich ganz cool. Und ich glaube, da werden wir auch gleich was haben. Ne? Ich glaube, da hocken sie schon zusammen und rauchen. Ja, schau da nur. Genau, den werden wir uns gleich mal backen, den Kerl. Mehr gibt es leider nicht, aber das macht nichts. Ach, schaut es euch an. Und ein Dampfer. Super. Genau, das klang schon. Weil, ne? Weil es ist ganz schwierig, immer aus dieser Perspektive so Thumbnails zu machen. Ich mag nicht immer nur das Gleiche hernehmen, das wäre langweilig. Von dem her passt es ganz gut. Dann nehmen wir doch mal. Warte mal, ist der. Der schaut aus, als ob er nicht dazugehört hat. Melvin, war das nicht der Kerl vom Dustin? Ich glaub schon, oder? Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ja, ich kenne Dusty. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Naja, sag mal, du bist ja Gefangener in irgendeiner Strafkolonie eingeschmissen worden. Ob du jetzt am Buckel krummschuftest oder einfach da hockst, jemanden zuhörst und Gras rauchst. Naja, da war, glaube ich, meine Entscheidung auch ganz einfach. Ne? Also, kann ich schon irgendwie verstehen. Apropos, müssen wir da mal hin. Ah, stopp. Ich muss bloß da hin. Ich will auch. Yeah. Ah, da kann man wieder nichts bewegen mit der Cam. Na gut. Halt, mit dem wo ich mal quatschen, mit dem Jodo. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ach, das ist ja schön. Ich bin selbst noch Novize. Aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Kiffen oder was? Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Cor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann.
Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Naja, ich weiß schon, warum man nicht Meister werden will. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Aha. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. Okay, cool. Dann holen wir uns doch mal unsere tägliche Ration ab, ne? Weil anscheinend geht das ja. Dann müssen wir mal schauen, wo das ist. Es ist manchmal ein bisschen sehr verwirrend, das Lager, finde ich. Ja, da ist der Tempelplatz. So. Was ich noch weiß, ist, dass da ganz hinten auf jeden Fall der Mischer ist, ne? Von dem sollte man eigentlich auch fürs alte Lager so ein Rezept holen. Schauen wir mal, ob es so einfach geht. Der Harlock. Ah, Fortuno. Tritt näher. Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Geil. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Aha! Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Also er hätte einiges an Erz, ne? Aber ich habe halt fast gar nichts, was ich ihm geben könnte. Hast du vielleicht ein paar Flügel, aber... Ah, da habe ich immer noch nicht nachgeschaut, ne, wie man einzeln irgendwelche Sachen tut. Nein, dann macht das, macht erst später mal, ne? So, Novize. Der Hardtalk, der raucht da gemütlich. Die müssen wir dann später auch mal anquatschen. Jetzt bringen wir ihm erstmal diese 3 Rollen. Und genau, da oben ist der warte mal, da schauen wir jetzt erstmal hin. Da müsste normalerweise der Chef sein vom Krautmischen, ne? Oh je, ich hab die Leiter vergessen und ich hab vergessen, dass ich speichert davor. Ah, weiß ich nicht. Oh, die wird tricky. Die Leiter wird tricky. Okay, erstmal speichern. So, gehen wir doch da mal rein. Genau, Kalom hast du, ne? Na, Kalom, hi. Was willst du? Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Okay. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Na denn. Das passt mir Obacht. In irgendeiner Kiste cool, glaube ich, einfach so gehe. Ah. Ah, okay, warte mal, das darf ich nicht. Ah, okay. Das ist so eine Kiste, da kommt mir erst später rein. An die komme ich rein, oder? Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Okay, nice. Aber Kalkalums Rezept für einen Heiltrank. Das nehmen wir uns einfach.
Anscheinend stört es auch nicht, dass wir ihm das wegnehmen. Ja. Von dem her ist es soweit ganz okay. Schauen wir uns einmal an. Lieferung a Garak. Garak, nachen bini tu, lufrin in der Urga. Wenn man es rückwärts liest, scheint es einen Sinn zu geben. Hütliro. C. Knursch. Weiß ich nicht, ob das dann einen Sinn gibt. Nur viel K. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Das hat so alle bekifft. Ich könnte das so nicht sagen. Ah, vielleicht ist es natürlich durch die Patches ein bisschen besser gemacht worden mit den Leitern. Ah, die ein oder andere Leiter werden schon was dankbar, ich also ist nicht. So, okay, dann haben wir zumindest schon mal das Rezept. Jetzt können wir auch schnell unsere tägliche Ration im anderen geben. Und dann sind wir ja im Geschäft, ne? Ich will ja auch eigentlich von jedem Lager ein bisschen die Missionen machen, definitiv. Dass wir da was gesehen haben. Ja? Und dann werde ich mir erst für ein Lager entscheiden. Ob ich jetzt jede Mission wirklich machen werde, weiß ich noch nicht. Ne? Manche, glaube ich, kann man auch gar nicht machen. Dann irgendwie was verraten müsste, zum Beispiel das mit dem Vertrauen, ne? diese Vertrauensprüfung, wenn dem Diego die Liste nicht gibt, glaube ich, dann kriege ich da halt nicht die Punkte, hätte aber dann ist dann fürs neue Lager die Punkte, also manche gingen, glaube ich, auch nicht. So, Joro. Ja. Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst das haben. Gut. Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal-Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Geil. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen, aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay. Na gut, dann nehmen wir jetzt erstmal nochmal mit dem Haarlock da vorne. Okay. Haben wir ein bisschen auf Skaterboy gemacht. So, warte mal, gehe ich einfach da rauf. Also Harlock, das war doch da der Hardcore-Kiffer, ne? Ja, genau, der ist da geguckt. Dann reden wir doch mal mit dem, was der mit uns quatschen will. Werden wir gleich sehen. Hardtalk heißt er. Na, Harlock. Harlock. Ah, okay, der ist nur zum Kiffen da. Gut. Dann wissen wir das. So, was haben wir denn noch? Ah, okay, da muss ich dann die Zuhörer in Schlaf versetzen, okay. Dann schauen wir mal nur weiter. Wo geht's denn da hinten lang? Na. Sind aber auch komische Hütten. Ja, da ist auch wieder so ein Meister. Oder ist das der, wo man irgendwann in den Schlaf versetzen soll? Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Ja, ist ja gut jetzt. Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen.
Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Was ist denn mit dem? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen. Mit ihrem Blut und ihrem Leben. Okay, ich finde das gerade ganz interessant, wie er mir gerade irgendwie Tipps geben wollte und dann aber sie so in Rage geredet hat, dass er auf einmal bloß gesagt hat, alle Ungläubigen müssen sterben. Ja, du hast definitiv, du solltest doch mal einen bauen, hm? Bleib ein bisschen kiffen, dann kommst du ein bisschen runter. Ne? Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Also geistige Kraft spüre ich bei Demons nicht unbedingt, aber... Okay. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst, dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt, hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Ja, ich weiß schon, wen ich anwerben kann. Und zwar Dusty, ne? Da muss ich aber erstmal wieder ins alte Lager. Werde ich auch wieder machen. So, da haben wir den Templer nur. Schauen wir uns ein bisschen um. Ne? Das wird jetzt leider so sein, immer wenn wir irgendwo neu sind. Vor allem in die großen Lager. Deswegen möchte ich die ja nicht schon ziemlich gleich am Anfang schon mal abklappern, damit wir da ganz schnell fertig sind mit den ganzen Gesprächen. Ist ja eigentlich nur im ersten Akt so. Im ersten Akt gibt es ja die meisten Quests. Wir werden da relativ schnell durch sein im ersten Akt irgendwann. Und dann geht so ziemlich die Story voran. Das kann ich euch versprechen. Jetzt haben wir da irgendwie mit Namen. Nur Witze. Arion. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Ja, schauen wir mal. Können wir mir überhaupt handeln? Ich habe halt fast gar nichts, ne? Fast gar nichts. Das bringt mir nichts. Mir bringt das nichts. Ich werde auf jeden Fall Taschendiebstahl 2 lernen müssen. Lernpunkte 20 werde ich da aber brauchen. Weil bin ich nur vom Level entfernt. Bin ich auch nicht mehr so weit entfernt, das geht. Man darf auch nicht ausglauben. Ja, ne? Alte Spiele. Alte Texturen. Da sieht man noch die Polygone. Aber ich find's so schön, Leute. Ich find's so super. Das heißt, müssen wir irgendwo mal pennen. Weißt du was? Du bist eh nur am Rauchen, ne? Legen wir mal einfach kurz in deine Bude. Ich hoffe, das geht klar. Ah. Bis du aufstehst, da will ich. Da. Ach, das interessiert überhaupt keinen. Der ist halt zu stoned dafür, ne? Der Kerl. Der ist halt einfach 24-7 Raucher. Brutal. So, okay. Und das ist also der große Tempel von Jana. Da ist natürlich da jetzt kein Stirn. Das ist der Tion.
Mein Gott, der wird nichts sagen, glaube ich, zu mir, der. Alles klar, Alter? Okay. Na, der redet nicht mit mir. So, Novize, Novize, Templer. Templer. Naja, gut. Also, ich soll anscheinend ja. Talas. Verlass dich auf jemanden. Und mit dem quatschen. Aber behalt für dich, muss nicht bei jeder wissen. Na, geht nicht, okay. Aber irgendwas kommen wir dann bestimmt mit dem machen. Nicht besonders schlau. Verlass dich auf jemanden. Sag, wo ich denn zum Iberion einfach neigehen? Guck mal, das einfach so als Außenstehender. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Okay, also, dann gehen wir da mal nicht rein. Das ist die Frage, wann ist denn der Guru da weg? Dass ich einen Lester da fragen kann. Naja gut, wir schauen uns jetzt mal ein bisschen nur um. Da hinten haben wir ja auch noch ein bisschen Landweg. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Müsste man ja auch ein bisschen Quests sammeln, ne? So ist es ja nicht. Das ist eben die Schöne an dem Spiel, ne? Einfach mal umschauen, mit den Leuten quatschen. Quests, auf einmal hat man Quests irgendwo, ne? Der umgestürzt. Was ist das? Hä? Das gehört zu dem Baum dazu, ne? Ja. Interessant. So, was haben wir denn hier? Nyras, du kannst mal was erzählen. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Haha, danke. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Gurus sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Ihr seid schon alle ein bisschen dumm, oder? Weiß ich nicht. Also ich kann da einfach sagen, hey, zu mir hat jemand geredet und ich macht jetzt da fette Botschaft draus, ne? Ah, weiß ich nicht. Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Hast du vollkommen recht. Okay, ich glaube, wir haben verärgert. Gurim! Gurim? Jetzt sind Krautmanschen. Gurim! Was hast du mir zu, du große Fix, du? Ah, jetzt halt. Oh, nein, ich will die Jucke. Oh. Red mit mir, Alter. Oh Gott, ich glaube, der kommt aus der Animation nicht raus. Ich glaube, die Animation dauert einfach 4 Minuten. Okay, ich tue ihn jetzt einfach die ganze Zeit quatschen. Irgendwann steht er ja wieder auf. Oh je. Der hat aber die Momente verpasst, wenn die erste Animation um ist. Jetzt pass auf. Steh auf. Steh auf! Müsst ihr wieder wissen, die Steuerung ist es, ich muss linke Maustaste gedrückt halten und W drücken, damit ich irgendwas mache. Gegenstand aufheben, mit jemandem reden. Ja. Jetzt komm schon, Gurim! Auf jetzt! Jetzt hat er! Ja! Steh auf! Okay, dann ist die ganze Zeit spammen! Ja, jetzt hat er. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Ja, mit dem haben wir schon Bekanntschaft gemacht, ne? Keine Sorge, mein Freund. Ich helfe dir dafür.
Ja, dann darf ich mal sagen, besucht man doch mal eine Halognummer. Ja, den alten 24-7-Kiffer. Schauen wir mal, ob er so einfach geht. Manchmal hilft er das nicht und manchmal muss man ihm da ein bisschen in den Arsch treten. Warte mal, da kann ich auch durch, oder? Die sind alle nur hart am Kiffen, ey. Ja, und das war übrigens, ne, für uns, also als Kind, wenn man das gespielt hat, ne, die haben da keine illegalen Substanzen geraucht. Nein. Für uns war das völlig okay. Wir haben da nicht an irgendwas Illegales gedacht damals. Das waren halt Zigaretten. Ja. So. Also. Ich weiß natürlich, wo der ist. Das muss ich natürlich erstmal abspeichern. Habe ihn da eigentlich stehen? Genau, Eckitest. Wie gesagt, ich habe ein paar Sachen nur. Ja, da unten nichts mehr. Oder habe ich ganz... Ach, da habe ich auch noch was, schau. Da habe ich auch mal, glaube ich, von ganz am Anfang abgespeichert. Das ist hart. Das ist krass, wie viel man da hat. Aber das, also das, glaube ich, ist schon irgendwo zum Schluss raus. Ah, finde ich witzig, Leute. Ich finde es witzig. So, hallo. Gorim schickt mich. Was? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Was hast du? Ein Kampf! Clara, sieh einmal und du kannst was erleben. Ah, der schnurrt mir sogar was. Nein, dann lad ihn rein. Dann lad ihn rein, Leute. Okay, wir müssen also gegen den wirklich umdrehen. Eieieiei, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Also nochmal, wir haben immer noch keinen Schutz, gar nichts. Wir müssen mal schnell sein. Gorim schickt. Was? Ah? Wir können mal das andere probieren. Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt... Versuch... Steck die Waffe! Was, aber das ist so einfach scharf. Ah, da gibt's aber leider auch keine bessere Methode mehr, gell? Ah, vielleicht muss ich doch erst noch einen Schwertkampf üben. Okay, wir probieren's nochmal. Schwing dein. War nicht besonders. Ein Kampf! Gut, klarer. Ah, okay. Wir probieren es nochmal. Also, ich mache ihm schon ein bisschen Schaden. Ne? Mir bloß noch, das Abwehr geht leider erst im zweiten Teil ganz gut. Im ersten Teil funktioniert das nicht so ganz. Aber wir sind jetzt nur so schwach. Was? Schwingen versucht. Na, so knapp. Aha, Leute, ich schaff das noch. Ich schaff das schon noch. Wir schaffen das. Ah, nochmal, komm. Was? Schwing deinen Versuch. Ein Kampf! Ah, das gibt's doch nicht! komm schon. Das muss ich doch mal in meinen Schwertkampf üben. Gequatscht wird viel. Ah, das macht bis fertig, ey. Nochmal! Gorim schickt mich. Aber behalt's für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Schwingen! Steck die Waffe! Ein Kampf! Der Kampf ist ein Mal und du. Okay, letzter Versuch. Na, wenn man es jetzt nicht schafft, vielleicht muss man das doch lassen. Jetzt. Steck die Waffe weg! Hab ich doch schon! Man muss eben aufpassen, was man nochmal sieht. Was hat er denn? Ich dachte, das ist ein kluges Kerlchen. So. Jetzt hallo, komm, let's go.
Schlüssel. Gut so. Na. Komm, ich mag's. Einmal mag ich es so probieren. Ansonsten ist die Folge jetzt dann drum. Einmal noch, nein. Ah, das schaut immer so kurz davor, ne? So kurz davor. So. Bam. Schwefel. Ja, aber lass mal den Seehook, okay? Manche lernen eben gar nichts dazu. Gut so! Okay, gut. Ah, Mann. Ja, dann müssen wir doch nochmal einen Schwertkampf trainieren. Ja gut, liebe Leute, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schauen mal, er müssen wir nur kurz zubleiben. den holen wir uns noch, Leute. Den holen wir uns noch. Aber Gothic ist am Anfang, was Kämpfe angeht, echt schwierig. Von dem her sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich erstmal nochmal trainieren müssen. Und ich schaue jetzt gleich mal, wie man richtig handelt. Ja? Bevor ihr das vergisst zwischen den Folgen. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Habi die.